Herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Klein und in meinem fünften Video möchte ich Ihnen die Videotechnik wieder ein Stückchen näher bringen. Was werden wir heute lernen? Heute werden wir lernen, wie man aus einem Farbwertsignal, dem RGB-Signal, ein Farbdifferenzsignal mit einem Leuchtdichte-Signal und zwei Farbdifferenzwerten herstellt. Schauen wir uns an, wo wir beim letzten Video stehen geblieben sind. Hier haben wir uns angeschaut, wie man, wenn man die verschiedenen Farbwerte addiert, aus Rot, Grün und Blau, ein Leuchtdichte-Signal generieren kann. Der Farbbalken wurde hier drüber gelegt zur Illustrierung, dass halt eben die verschiedenen Farben tatsächlich mit verschiedenen Spannungswerten verbunden sind. Damals bei der Einführung des Farbfernsehens und somit der Farbsignale wurde dies an bestimmte Bedingungen geknüpft. Eine davon ist, dass man ein Schwarz-Weiß-Signal sehr einfach aus dem RGB-Signal generieren können muss. Schauen wir uns dies einmal an. Wir haben das RGB-Signal mit seinen verschiedenen Gewichtungen. Alle Spannungswerte addiert ergeben das Schwarz-Weiß-Signal. Durch die Tatsache, dass die zweite Bedingung, welche an das Farbfernsehsystem geknüpft war, die Bandbreitenreduktion war, ist es sinnvoll, hier Farbdifferenzsignale zu übertragen. Das erste Farbdifferenzsignal generiert sich aus dem roten Farbwertsignal, das zweite aus dem blauen Farbwertsignal. Was haben wir heute gelernt? Heute haben wir gelernt, wie man aus dem Komponentensignal, welches aus drei Farbwerten, Rot, Blau und Grün besteht, ein Farbdifferenzsignal generieren kann. In meinem nächsten Video sehen wir, wie man das nochmals reduzieren kann, so dass man am Ende nur noch ein YC-Signal hat. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen, hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben etwas mitgenommen. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch alles Gute und einen angenehmen Tag.